aber so ein Beispiel eben. Jetzt habe ich oben 4, unten 3. Danke, herzlich willkommen zu dem Workshop. Freut mich, dass ich das machen darf hier, also dass das Museum mich eingeladen hat. Weil normalerweise, wenn du ins Museum kommst, habe ich immer Angst, weil da ist ein Glaskasten und da stehen die Instrumente und dass die mich da auch gleich reintun, weil es ja nicht üblich ist, jetzt Trautonium zu spielen. Also ich habe selber eine klassische Ausbildung, also ich bin klassischer Gitarrist und habe Renaissance-Laute studiert und habe dadurch auch alle Probleme, die man so hat, wenn man Musik rausbekommen will, gelernt, wie man damit umgeht. Also die Fragen, die sich stellen. Vor allem bei alter Musik hast du dieselben Probleme. Wie spielst du den Fingersatz? Wie klingt es? Wie ist das Tempo? Das weiß man ja alles nicht. Das hat ja keiner aufgeschrieben. Ist ja bei uns im Trautonium auch so, viele Sachen wurden einfach nicht aufgeschrieben, weil die dachten, das weiß eh jeder. Das half mir sehr, jetzt um das Trautonium zu erforschen. Weil ich die Probleme kenne und das ist mein Zugang. Das ist ein subjektiver Zugang, muss ich auch nochmal dazu sagen. Ich habe einen speziellen Zugang zum Instrument, anders als Oskar Sala oder jemand anders. Es geht um drei Personen, die entscheidend sind für das Trautonium. Das ist der Paul Hindemith, der das eigentlich inszeniert hat. Ja. Das ist der Oskar Sala, sein Schüler, und der Herr Trautwein, der diese Erfindung gemacht hat. Das hat ja alles stattgefunden in der Rundfunkversuchsstelle. Die Rundfunkversuchsstelle war in der Musikhochschule. Die haben das extra eingerichtet, 1928 oder 1929, mit einem Elektrotechniker, den Trautwein. Und der sollte sich mit den Musikern zusammentun und mal schauen, ob man da nicht irgendwas entwickeln kann. Und der Paul Hindemith hatte da sehr großes Interesse dran und hat mit dem zusammengearbeitet. Der hatte mehrere Erfindungen und dem Paul Hindemith hat diese Erfindung am besten gefallen, weil sie mit einer Saite ist und Paul Hindemith war ein Bratscher. Und damit kommt er am besten zurecht und deswegen haben wir gesagt, das verfolgen wir weiter, diese Erfindung ist super, lass uns da arbeiten. Und dann ist verbrieft eben, dass Paul Hindemith sagt, ich habe einen Schüler, Oskar, du gehst da hoch, schaust mal, was der macht und bist so das Bindeglied zwischen Komponisten und Elektrotechniker. Grundprinzip ist, ich habe eine Saite und unter der Saite ist eine Metallschiene. Und wenn ich den Kontakt herstelle mit der Metallschiene, schließe ich einen Stromkreis und es entsteht einfach ein Ton. Ja, also. Genau. Das war eigentlich erstmal die Erfindung von dem Trautonium. Das ist das Prinzip, ja. Das ist ja die Erfindung eigentlich, ja, dieses AEU, das. Und also wenn man jetzt das hört, boah, da denkt man eigentlich, hört sich ein bisschen komisch an, schräg oder so. Aber jetzt nach den Jahren wird mir erst klar, was da wirklich ganz neu war. Ist der extreme Filterwechsel, was die machen können, also dass die Klangfarbe geändert wurde, ja. Das war extrem und das war sehr überraschend. Das konnten die damals eben nur machen. Ist eben, was die immer gesagt, A, E, I, O, U. Diese konnten sie nachmachen. Und das ist ein sehr verzerrter Ton, dann wird das ja. Das ist ja extrem und das war wirklich ein Schock auch in der damaligen Zeit. Thank you.
jetzt wechselt der Filter natürlich wieder. Also finde ich toll natürlich, was einen Eindruck hat und wie die Musik sich bewegt, auch die Frequenzen, wie das natürlich auch atonal wird, also und schräg. Genau, also das erste ist immer, also zwei Manuale, die linke Seite ist für das untere Manual und die rechte Seite, dieser ganze Bereich, ist für das obere Manual. Ja? Ich versuche das mal so ein bisschen vorzuführen mit einem Ton. Einfach, das ist klar. Also der Kontakt, ich stelle den Kontakt her, dann ist der Ton da. So, Stromkreislauf. Zweiter Punkt sind diese Hilfstasten genannt. Die Hilfstaste ist bloß für mich da, dass ich weiß, wo der Ton ist. Das ist so eingelegt eben, dass du dann weißt, jetzt eine weiße Taste, das ist das C. Ja, du kannst auch einstellen für kleine Finger, für große Finger. Das kannst du alles machen. Man kann es auch ohne den spielen. Das geht auch. Aber wenn es ganz schnell ist, ist es besser, wenn du da eine Orientierung hast. Die Taste runterdrücken und dann ist der Ton präzise. Ich kann aber auch einfach unter die Taste rutschen. Das Entscheidende, was der Oskar Sala jetzt auch erfunden hat, das ist der Glycerintopf. Ich habe hier so ein Beispiel. Sie müssen sich so vorstellen, ich drücke die Seite runter und die Taste und dann geht es hier hoch und so entsteht die Lautstärke. Also ich behaupte, das ist ein ganz spezieller Sound, weil das geht da durch dieses Glycerin. Das ist ganz speziell. Das sehen Sie ja, das ist total filigran und anfällig. Also das kann einfach kaputt gehen. Also das ist gefährlich, aber das ist für mich ganz wichtig, weil ich extreme Dynamik spielen kann. Also wie jedes andere Instrument habe ich eine extreme Artikulationsmöglichkeiten und sogar noch mehr, weil ich natürlich viel leiser spielen kann und viel lauter. Also das ist auch der Trick. Ich spiele auch die Werke. Es gibt Werke von Hindemith für Orchester und Trautonium. Und von Gensmer auch. Und die spiele ich auch. Die haben keine Chance, bin ich lauter. Also weil ich eine laute Anlage natürlich dabei habe. Aber war ja auch der Plan, also dass du einfach lauter spielen kannst. Also ich kann jetzt ein bisschen mehr. Also das ist sehr extrem. Und ich mache es nicht ganz so laut. Aber auch ist der. Also ich kann sehr kurz spielen. Also ich kann alle mehr Portato, Staccato, egal. Aber es hat halt den speziellen Sound. Plopp. Manche mögen das überhaupt nicht. aber wenn du dann mal drin bist, das ist was ganz anderes musizieren. Und das war ja auch die Idee eigentlich, dass du sagst, du machst komplett anders und erfindest einen neuen Klang. Also das war auch ganz entscheidend. Ich mache nichts nach mit dem Ton, sondern ich erfinde einen neuen Ton, der sich bewegt, AO haben wir, zwischen menschlicher Stimme, sag ich mal, und Geige oder so. Ja? Aber das hat nichts mit einer Imitation zu tun. Das sollte was Neues sein. Der nächste Schritt war jetzt den subharmonischen Generator, haben sie da erfunden. Der subharmonische Generator erlaubt mir, dass ich zu jedem Ton drei Töne dazuschalten kann. Und das ist die gespiegelte Obertonreihe, also die subharmonische Reihe sozusagen. Deswegen heißt der subharmonische Generator. Ich mache das mal vor und ich kann jeden Ton natürlich variieren jetzt mit dem Filter wiederum. Ja, also wir haben jetzt einen Ton. Und jetzt schalte ich den nächsten dazu. Jetzt haben wir zwei Töne. Hört man ganz deutlich. Und jetzt machen die das natürlich so, jetzt kann ich sie noch nicht so gut unterscheiden. Ja? Jetzt mache ich das noch so, dass ich einen Ton etwas schärfer mache und den anderen etwas dumpfer. Ich tue mir noch mal einen ausschalten. Also wir haben den scharfen oberen Ton und den tieferen Ton dumpf. Und jetzt, wenn ich halt jetzt normal spiele, also wir haben immer den scharfen Ton und den dumpfen Ton. So, das kann ich jetzt natürlich jetzt also mit zwei Tönen. Das kann man natürlich mit vier Tönen machen. Und auf der anderen Seite,
Also erst der obere und dann schalte ich den zweiten dazu. Ist auch so, das untere ist meistens die Bassstimme. Also jetzt wie, ich unterteile das so ein bisschen wie eine Orgel, deswegen heißt es auch Mixturen, die haben sich an der Orgel orientiert eigentlich. Also das untere Manual, das sind die tiefen Töne, obere mache ich die hohen Töne. Ich mache auch mal mit ganz wenig Hall, dann hört man es vielleicht noch besser. Man hört es ganz deutlich und jetzt haben wir hier einen Ton, schalte den zweiten dazu. Also da kann man schon allein total viel rumexperimentieren, also dass man mit der Schärfe schon die Klangfarbe einstellt eigentlich. Was natürlich live Schwierigkeiten macht, weil ich muss viel rumschalten. Ja. Also das ist echt ein Risiko, weil da verschaltest dich mal oder drehst nur ein bisschen. Wir wissen ja auch, das ist eine analoge Technik, wenn es ein bisschen zu weit, dann ist der Sound weg, also dann findest du ihn nicht mehr. Ist natürlich toll, hast mal super Sounds, dann sind sie weg. Das ist nicht die wohltemperierte Stimme, sondern die temperierte Stimme. Also das sind die Obertöne, sind die Naturklänge. Also die Terzen stimmen nicht, die Oktaven stimmen irgendwann nicht. Und das macht natürlich auch den Klang aus, ja, extrem beim Trauton. Das klingt manchmal ein bisschen falsch. Und damit mussten die auch einfach komponieren, also und sich da Gedanken machen. Wann setze ich jetzt die Terz ein, dass das so klingt und so weiter. Hochinteressant. Ich mache das mal vor. Also jetzt eben die erste Komposition für Mixturtrautonium. Schalte ich ein. Wieder ohne. Ja, so. Also man hört es ganz deutlich, wenn ich es langsam spiele, wie das ist. Und wenn wir jetzt natürlich ein schnelles Stück haben, und da merkt man auch sofort, wow, also das geht ja total ab. Also da, wenn man da einen Sensor langsam bekommt, kriegt man auch einen Zugang zu der Musik, weil du das anders hörst. Und da ist das langsame Stück und Rondo ein extrem tolles Stück, das ich für mich total entdecke als Musiker, weil das für mich immer neu wird. Das dauert auch so fast 10 Minuten, das Stück eigentlich, das Ganze, wenn ich das ganz spiele. Und da gibt es ganz schnelle Passagen und da Effektpassagen, aber alles über die Komposition, über diese Klänge, ja, und mit dem Duktus alle Artikulationsmöglichkeiten, wie jedes normale Instrument. Fernwerk, nah, wieder weit, Klänge ineinander und so. Da wird so ein Stück wahnsinnig spannend. Ein ganz entscheidender Punkt ist jetzt bei der ganzen Geschichte, wir sprechen von tonaler, freier Musik. Also Paul Hindemith und die Schule von Paul Hindemith, die dahinter steckt, sage ich mal, hinter dem Trautonium, ist keine atonale. Weil Oskar Sala und Genzmer und auch Paul Hindemith haben gesagt, wir machen Musik, da muss ich was empfinden. Also ich suche eine Musik, eine Klangwelt, eine neue, aber das muss empfindbar sein und nicht erklärbar. Probiert es aus, ihr werdet so schnell keins mehr benutzen.